es ist schön, dass der Armin das schon angesprochen hat. Es ist nicht alles entschieden. Wir haben noch viel in der Hand und wir wollen noch viel zum Besseren wenden. Und wir sind auch entschlossen, wie selten zuvor, die Energiewende zu erkämpfen. Und das ist eine Aufgabe, die wir für uns erfüllen und auch für unsere Nachkommen. Ich selber erschaudere immer vor dem Gedanken, was es bedeutet, Atommüll zu produzieren. Das, was heute wieder in Isar 1, in Isar 2 oder bei uns in Schwaben, in Gundremmingen produziert wird, muss für 38.000 Generationen sicher verwahrt werden. Für 38.000 Generationen. Seit Christi Geburt etwa 60 bis 70 Generationen. Man möge sich bewusst machen, was diejenigen, die sagen, wir wollen weiter Atomkraft betreiben, für eine Verantwortung auf sich laden, nein, schlimmer gesagt, für ein Verbrechen begehen. Und es gibt im Grunde kein Verfahren, nicht wie chemischen, sondern Müll, das zu verbrennen. Das sind physikalische Prozesse, die nicht rückgängig gemacht werden können, sondern nur von der Zeit. Dieser Atommüll muss abklingen und verstrahlen und es dauert eben etwa 1 Million Jahre. Und 1 Million Jahre diesen Müll aufzubewahren, wie ich mir das das erste Mal bewusst gemacht habe, 1 Million Jahre. Ich blicke jetzt schon eine Zeit zurück. Vor 30 Jahren war ich das erste Mal in meinem Leben in Landshut. Ich habe drüben im Kaiserhof ein Seminar für Regierungsbeamte gehalten. Die hatten gerade die Genehmigung für Isar 1 hinter sich. Das ist schon 30 Jahre her und viele, 80, 81, die hier sind, viele sagen, wow, ist das lange her. Aber das ist 30 Jahre, ist verglichen mit 1 Million Jahren nichts. Und wir müssen wirklich das Denken weiten und uns bewusst werden, was das alles bedeutet. Als man in den 60er Jahren das Atomkraftwerk Isar 1 plante und genehmigte, hatte man keinen Plan für die Atommüllbeseitigung. Kaum einer von uns weiß heute noch den Namen des Ministers und des Ministerpräsidenten, die damals Isar 1 genehmigt haben. Das ist schon vergessen. Aber in Isar 1 wurden bis heute rund 700.000 Kilogramm Brennelementmüll produziert. 700.000 Kilogramm. Und noch nicht ein einziges Kilogramm ist entsorgt worden. Auch heute, wo wir hier stehen, läuft Isar 1 und heute werden wieder 45, 50 Kilogramm produziert. Die kommen auf den Berg Tag für Tag drauf, solange wir Isar 1 laufen lassen. Alles, all dieser Müll wurde bis heute nur zwischengelagert. Nur zwischengelagert. Und wer von euch fährt ein Auto, das in den 60er Jahren konstruiert wurde? Vielleicht gibt es noch welche, einzelne, aber die fahren ein historisches Auto schon. Das ist auch steuerbefreit, wie Isar 1 auch, das ist die Parallele. Aber ein Auto aus den 60er Jahren hat keine stabile Fahrgastzelle. Das konnte man mit einem Sicherheitsgurt nachrüsten. Aber das hat kein Knautschzonenkonzept. Und Isar 1 hat keine dicken Wände. Wir wissen und wir müssen uns unseren Mitbürgern immer weiter erzählen. Isar 1 hat dünne Wände. Wenn dort ein großes Flugzeug draufstürzt oder ein massiver Anschlag darauf verübt wird, dann würde dieses AKW zusammenbrechen und würde seine Radioaktivität freisetzen.
und das würde die Menschen in weitem, weitem Umkreis betreffen. Je nach Windrichtung müssten mehrere Landkreise, Landshut sowieso, aber das kann auch München, das kann auch Passau und das kann, wenn der Wind mal aus Osten weht, wie damals bei Tschernobyl, könnte das auch Nürnberg sein, müssten evakuiert werden. Wer dennoch weiter sagt, Terrorgefahr ist groß, aber ISA 1 ist sicher, belügt das Volk und gefährdet unser Land. Und Söder erklärt uns, warum erkranken mehr Kinder an Krebs und haltet uns nicht hin mit dummen Erklärungen, die Radioaktivität könnte es gar nicht sein. Und deswegen sagen wir, so schnell wie möglich abschalten. Und dann flüchtet man sich im Kraftwerksgespräch wieder in diese Argumentationsfigur Grundlast. Nur wir können Grundlast. Ich möchte euch 4 Zahlen sagen. 4%, 18%, 47%, 100%, 4. 1993 haben Bayernwerke, hießen die damals noch, ISA-Amper-Werke, RWE und Co., große Zeitungsanzeigen gemacht. Auch langfristig können wir maximal 4% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen. Heute schreiben wir das Jahr 2010 und erzeugen 18% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Vor 2 Jahren hat der Bundesverband der erneuerbaren Energien, wo die Solarleute, die Windleute, die Geothermieleute, die Biogasleute beieinander sind, die Wasserkraftleute, gesagt, wir können bis zum Jahr 2020 47% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. Und deswegen sagt E.ON, wenn Windkraft, dann draußen auf dem Meer, aber doch nicht im schönen Bayernland, im schönen Baden-Württemberg. Aber draußen auf dem Meer wollen Sie dann 16 Cent die Kilowattstunde. Hier in Bayern kriegen Sie 9 Cent die Kilowattstunde. Es ist einfach Profitgier, dass Sie nicht mitmachen bei den erneuerbaren Energien bei uns. Und es ist aber auch gut, dann können wir mit Bürgersolaranlagen und Bürgerwindkraftanlagen die Stromversorgung, Stromerzeugung in unsere eigenen Hände nehmen und nicht den Profit für E.ON unterstützen. 47%. Sagt der Bundesverband Erneuerbare Energien, könnten wir schon in 10 Jahren schaffen. Heute 18, dann 47%. Da brauchen wir keine Laufzeitverlängerung mehr. Und weil Sie aber die Atomkraftwerke betreiben wollen, werden Sie jetzt alles versuchen, im kommenden Jahr die Solarkraft abzuwürgen und die Windkraft weiter zu blockieren, so wie Sie es all die Jahre getan haben. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir kämpfen für Solarenergie, wir kämpfen für Windkraft, wir kämpfen für Effizienz und Einsparen. Und wie geht es politisch weiter? Armin sagte, die Würfel sind nicht endgültig gefallen. Richtig. Wir müssen als Bürger und Bürgerinnen uns organisieren. Prima, dass hier das Bürgerforum in Landshut ist, dass der Bund Naturschutz sehr aktiv ist, dass BÜFA, das Bündnis für Atomausstieg, sich gebildet hat, dass wir uns auf bayerischer Ebene in der Bayernallianz verbünden. Prima, wir stellen uns besser auf. Wir sind weitblickend und sind verantwortungsbereit. Und wir wissen, die Entscheidungen werden im Parlament getroffen werden. Aber das Parlament entscheidet nicht im luftleeren Raum. Wir können und werden Druck machen. Und wir werden fordern, wählt Frauen und Männer, die konsequent für Atomausstieg und Klimaschutz sind und die erneuerbaren Energien voranbringen. Das ist unsere Verantwortung und dafür werden wir weiter kämpfen. Heute, nächstes Jahr und noch viele Jahre und wir stehen morgens immer wieder auf, um das auch durchzusetzen. Dankeschön.